Es tut mir leid, wenn ich gerade Menschen verärgere oder verwirre oder gar ängstige. Das ist nicht meine Absicht. Und das hier mache ich auch nicht, weil ich es besonders witzig finde. Ich weiß, dass es gerade eine verdammt schwierige Zeit ist für viele Menschen. Mir ist klar, dass wir gerade ziemlich viele Probleme mit der Bewältigung der Corona-Krise haben. Ich finde auch, dass es wichtig ist, diese Krise ernst zu nehmen. Es ist wichtig, dass sie als Krise wahrgenommen und auch als eine solche behandelt wird. Wir sollten alle diese Krisen ernst nehmen. Wir stecken allerdings noch in einer weiteren Krise, die aber leider ganz und gar nicht als eine solche behandelt wird und noch längst nicht von allen ernst genommen wird. Wir befinden uns mitten in der Klimakrise. Und eigentlich reicht dieses Wort nicht aus, um zu beschreiben, was hier gerade mit uns passiert. Durch die Klima- und Umweltkrise steuern wir geradewegs in die größte humanitäre Katastrophe seit Menschengedenken. Wir befinden uns in einer verdammten Notsituation. Und gerade erst bei der Weltklimakonferenz haben unsere RegierungsvertreterInnen wieder gezeigt, dass sie immer noch nicht bereit sind, diese Notsituation auch anzuerkennen. Sie sind nicht bereit, die notwendigen Veränderungen anzugehen, die wir alle für eine sichere Zukunft brauchen würden. Sie machen einfach weiter wie bisher. Wie sollen wir so verhindern, dass sich unser Erdklima immer weiter aufheizt? Es werden, wie schon seit Jahrzehnten, leere Versprechungen gemacht. Es wird ein bisschen Symptombekämpfung betrieben, aber das eigentliche Problem wird nicht angepackt. Solange PolitikerInnen denken, Wachstum um jeden Preis sei das Ziel, auf das wir zusteuern müssten, werden wir es nie schaffen, diese Katastrophe zu verhindern. Solange profitorientierte BeraterInnen aus der Wirtschaft weiter so viel Gehör bei der Entscheidungsfindung geschenkt wird, werden wir nicht zu gerechten Entscheidungen kommen. Doch genau das passiert immer und immer wieder, wie schon seit Jahrzehnten. Alles läuft weiter wie bisher. Nahezu alle ExpertInnen beklagen immer wieder, wie unzureichend die Klimaziele sind, die angestrebt werden sollen. Und noch dazu werden diese Ziele dann auch noch immer wieder verfehlt. Und auch in Hamburg sollen weiterhin wertvolle Naturflächen wie Moore und Wälder zerstört, um Hafen und weitere Autobahnkilometer auszubauen. Alles dreht sich weiterhin um Wachstum, obwohl uns dieser wahnsinnige Drang nach Wachstum nur aus dem Zweck zu wachsen die Ursache dieser gigantischen Krise ist. Unser Wachstum bringt uns doch längst weder Wohlstand noch Sicherheit, sondern Leid. Es sterben schon jetzt Menschen an der Klimakrise und das ist doch wohl kaum zu unser aller Wohl. Doch was machen wir? Wir schauen dabei zu und machen auch einfach weiter wie bisher. Wir gehen zur Arbeit, kaufen im Biomarkt ein, gucken Tagesschau und schimpfen dann auf die PolitikerInnen, die alles verkacken, weil sie nicht bereit sind, etwas zu verändern. Wir benehmen uns, als hätten wir unendlich viel Zeit. Die PolitikerInnen, die Wirtschaftsbosse und wir auf unserem Sofas vor dem Fernseher. Wir machen weiter das, was wir immer gemacht haben und erwarten trotzdem, dass sich irgendwas ändert. Und das ist laut Albert Einstein die Definition von Wahnsinn. Immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse erwarten. Ich glaube, uns ist noch nicht klar, was für ein gigantisches Unrecht uns gerade widerfährt. Die Menschen, die wir gewählt haben, um zu unser aller Wohl Entscheidungen zu treffen, trauen uns die nötigen Veränderungen nicht zu. Und dadurch bringen sie uns und unsere Kinder um eine Chance auf eine sichere Zukunft. Sie denken,
Wenn sie zu viel verändern, werden sie bzw. ihre Parteien nicht wieder gewählt. Aber warum trauen sie es uns nicht zu? Und ich denke, es liegt daran, dass wir diese Veränderungen nicht laut genug einfordern. Scheinbar reicht es nicht, dass wir Petitionen unterschreiben und demonstrieren gehen und eine grüne Partei in Regierungsverantwortung wählen. Es reicht nicht aus, um die Stimmen der BeraterInnen, die weiterhin nur ihre wirtschaftlichen Interessen verfolgen, zu übertönen. Also, wie lange wollen wir noch so weitermachen wie bisher? Wie lange wollen wir uns noch einreden, da könnte man halt nichts machen? So ist es halt einfach. Ist ungerecht, aber so ist es eben. Wir können da sehr wohl was machen. Und tatsächlich genauso, wie es schon immer gemacht wurde. Gesellschaftlicher Wandel wurde schon immer von der Bevölkerung, von den Menschen nach vorne getrieben. Wir können alle etwas tun. Und es geht nicht darum, dass wir alle alleine versuchen, unser Konsumverhalten zu ändern. Es geht darum, dass wir uns alle zusammentun und gemeinsam die Art und Weise, wie politische Entscheidungen getroffen werden, verändern. Durch Lobbyeinfluss und die Befürchtungen der einzelnen Parteien, sie könnten durch zu radikale Veränderungen potenzielle WählerInnen verschrecken, kommen wir in puncto CO2-Reduktion seit Jahrzehnten nicht weiter. Wir denken, es ist daher an der Zeit, andere politische Wege zu gehen, um die nötigen Veränderungen noch zu erreichen. Unsere Demokratie benötigt ein Update, um eben diese Hürden, die uns bei der Lösung der Klimakrise immer wieder im Weg stehen, überwinden zu können. Wir denken, durch die Einberufung von BürgerInnenräten, die durch ExpertInnen beraten werden, können wir zu gerechteren Lösungen kommen. Daher fordern wir den Hamburger Senat auf, einen BürgerInnenrat einzuberufen, in dem Maßnahmen erarbeitet werden, durch die wir in Hamburg schnellstmöglichst Klimaneutralität erreichen können. Per Losverfahren sollen HamburgerInnen dafür ausgewählt werden, und zwar so, dass der Rat in seiner Zusammensetzung die Vielfalt der Hamburger Bevölkerung abbildet. Ich traue uns allen, die gerade hier sind und das hören, zu, dass wir zusammenkommen und vernünftig miteinander diskutieren können. Ich traue uns zu, dass wir zu gerechten Entscheidungen kommen können. Aber dafür müssen wir diese Verantwortung mit genügend Menschen laut genug einfordern. Wir unterbrechen heute für einen Moment unseren und ihren Alltag, um uns allen vor Augen zu führen, was uns da gerade für ein unfassbares Unrecht geschieht. Wir sind Extinction Rebellion. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie mehr über uns, die Klimakrise oder BürgerInnenräte erfahren wollen. Oder wenn Sie gerade nicht die Zeit dazu finden, schauen Sie im Internet einfach nach XR Hamburg. Sorry nochmal, wenn wir Sie so doll genervt haben, aber es ist leider ein verdammter Notfall und das dürfen wir einfach nicht mehr länger ignorieren. Extinction! Rebellion! Extinction! Rebellion!